Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Bei mir zu Gast sind Josef Czapp, hallo. Hallo. Und Peter Westenthaler. Am Freitag hält der Bundeskanzler seine Rede an die Nation. Wir haben schon ein bisschen gescherzt. Er muss sie eigentlich nicht mehr halten, weil eh schon fast alles bekannt ist und in den Medien gestanden ist. Er will ein Genderverbot, also das Binnen-I soll es in dieser Form nicht mehr geben. Es kommen einige Steueransagen, unter anderem die Lohnnebenkosten sollen gesenkt werden, Überstunden sollen nicht mehr besteuert werden. Und bei der Migration gibt es auch schon zwei Ansagen, die durchgedrungen sind. Sind einerseits kein Bargeld mehr für Flüchtlinge und keine Sozialhilfe für jene, die noch nicht 5 Jahre im Land sind. Herr Westenthaler, sind das jetzt die großen Ansagen, die die Wende bringen für die ÖVP? Ich habe heute eine spannende Statistik gehört. Ich glaube, es ist von irgendwelchen Verkehrsexperten, dass Österreich in diesem Jahr wieder deutlich mehr Geisterfahrer in dem Land verzeichnet. Und wahrscheinlich sind da nicht nur die Autofahrer gemeint, sondern auch die politischen Geisterfahrer, wie ein Herr Nehammer das ist. Ich bin bass erstaunt. Erstens einmal über die jetzige Strategie, in homöopathischen Dosen in den Tagen vor der Rede so zuckeln, so ein paar so Flashlights, Verschäppchen, den hungernden Medien zu übermitteln. Die spielen da alle super mit übrigens, machen gleich Titelseiten drauf, wunderbar, so viel zum Mainstream. Und ich frage mich, warum eigentlich? Warum wird jetzt vor der Rede eigentlich alles das, was er am Freitag sagt, schon in Häppchen, wohl dosiert, herausgegeben? Und da gibt es eigentlich nur für mich eine Erklärung. Weil jeder weiß, dass Charlie, Burger King, Nehammer halt in seiner Nuschelrede das nicht drüber bringt. Das weiß mittlerweile auch sein gesamte Entourage. Der stellt sich da am Freitag wieder hin, nuschelt vor sich hin, killt Pointen und Sätze und bringt es nicht drüber. Und daher haben die gesagt, pass auf, wir verkaufen jetzt schon die Inhalte, dann hucht vielleicht am Freitag keiner zu. So ähnlich, ich kann mir das ja nur so vorstellen. Aber um es am Punkt zu bringen und auch wieder mal ein bisschen ernst jetzt auch zu werden, ich frage mich, was hat den Herrn Nehammer jetzt in seiner Zeit als Innenminister und vor allem als Bundeskanzler, die jetzt die letzten 4 Jahre daran gehindert, all das, was ihm jetzt einfällt, eigentlich umzusetzen? Das ist ja alles nicht mehr von dieser Welt. Der stellt sich jetzt im Wahljahr hin und verkauft die Menschen für dumm, deppert und überhaupt jenseitig. Indem er zum großen Teil jetzt jahrelange Forderungen der Freiheitlichen umnimmt, könnte man sagen, passt eh, weil das sind richtige Forderungen. Das kann ja am Freitag in Wahrheit nur, diese Rede, eine Art Selbstanklage werden. Das heißt, er klagt dort sich selber an, was er alles nicht gemacht hat. Beziehungsweise, was er versprochen hat und nicht gemacht hat. Oder noch schlimmer, was er versprochen hat und dann das Gegenteil gemacht hat. Das ist der Punkt. Selbstanklage. Das heißt, für die Zuseher oder für die Leser oder auch für Journalisten, die das am Freitag hören, müsste man eigentlich vor jedem Satz, den er dort als Forderung formuliert, immer den Namen Karli stellen. Das heißt, wenn er dort sagt, er ist für die Abschaffung des Binnen-I, müsste man sagen, Karli, warum hast du nicht das Binnen-I abgeschafft und das Gendern? Und so geht das eigentlich durch alle Punkte durch. Ich meine, der stellt sich wirklich hin und sagt, das soll nicht gegendert werden. Und wenn man dann nachschaut und zum Ergebnis kommt, dass im Oktober 2022 der ÖVP im Parlament das Gendern ins Gesetz, nämlich ins Meldegesetz hinein proklamiert hat und das beschlossen hat gegen die Stimmen der Freiheitlichen, und dort 6 Geschlechter formuliert hat und jetzt stellt sich der Karl hier und sagt, nicht gendern. In seinem Internet-Account, in Facebook, überall wird gegendert. Aber warum darf man nicht gendern? Weil das die Freiheitlichen in Niederösterreich umgesetzt haben. Nur ein Punkt. Zweiter Punkt. Bargeld. Stellt sich hin im Sommer und sagt, er schützt das Bargeld. Kommt in die Verfassung und es muss die Einschränkung, jegliche Einschränkung des Bargeldes muss gestoppt werden. Jetzt vor wenigen Tagen beschließt die ÖVP auf europäischer Ebene die Bargeldeinschränkung ab 10.000 Euro. Das heißt, der erste wirkliche Schritt, dass das Bargeld eingeschränkt wird. Na, ich wette mit dir, in wenigen Jahren sind wir bei 5.000, dann bei 3.000, dann bei 0. Ein gebrochenes Versprechen. Hier hat Karl Nehammer nachweislich gelogen im Sommer. Das muss man da mal deutlich sagen, weil es wird eingeschränkt. Asylpolitik, stellt er sich jetzt hier und sagt, plötzlich keine Geldleistungen, nur mehr Sachleistungen, sagt der Kickl seit, weiß ich nicht, wie viel Jahr.
Und dann erzählt er uns jetzt schon seit Monaten mit seinem Innenminister, dass die Asylzahlen zurückgehen. Jetzt kommt die neueste Statistik, gemessen an der Bevölkerungszahl. Österreich in Europa auf Platz 2 im letzten Jahr bei der Asylstatistik, bei den Asylanträgen. 1050 Asylanträge pro 1 Million Einwohner, Platz 2. Im Übrigen zum Vergleich, der Euroschnitt ist 250 pro Million. Wir haben daher das Vierfache, ein bisschen weniger wie das Vierfache. Aber er stellt sich hin und sagt, Asylstopp und das alles funktioniert. Und so könnte man das, er verspricht den Menschen Steuersenkungen. Kalli, warum nicht gemacht? Warum keine Steuern gesenkt jetzt die Jahre? Nein, er verspricht es. Im Gegenteil, jetzt kommt das, wo das Gegenteil zutrifft. Er hat sie erhöht. Er hat die CO2-Steuer eingeführt, damit Sprit- und Heizkosten teurer werden. Er führt die ORF-Steuer ein, die wir jetzt alle becken können. Und. Da gibt es noch genügende Beispiele. Und zum Schluss, ich könnte Dutzende aufzählen, was die Unglaubwürdigkeit eines Karl Nehammer noch bedeutet. Jetzt ist die Geschichte. Das hat er uns beim letzten Mal nämlich im März versprochen, dass er sich für die Autofahrer einsetzen wird, ja? Damit der Diesel bleibt und der Sprit bleibt. Und jetzt, was passiert? Was ist ein paar Monate später? CO2-Steuer, das heißt höherer Sprit. Und plötzlich beschließt die ÖVP auf Befehl der Grünen flächendeckend Tempo 30 in dem Land. Die Tempo-30-Zonen werden nur so auszuschießen. Die Radarkisteln, es wird keine Ecken und kein End mehr geben in den Gemeinden, wo nicht der Radarkistel steht. Das heißt, flächendeckendes Abkassieren der Autofahrer werden beschlossen. Das ist der Karli, der uns im März des vergangenen Jahres versprochen hat, er setzt sich für die Autofahrer ein. Also ich muss wirklich sagen, er verkauft die Menschen für dumm. Das ist eine Rede für die ganz Dummen, die das, was der noch sagt, vielleicht noch glauben. Ich kenne nur keinen mehr. Diese Glaubwürdigkeit ist kaputt. Selbstanklage, Versprechen, das Blaue vom Himmel und nichts einhalten. Das ist der beste Weg in den Untergang, den der Herr Nehammer da wählt, weil so für dumm verkaufen lässt sich eigentlich niemand. Was ist das wirklich für eine Strategie? Das hat mich ehrlicherweise auch ein bisschen gewundert. Ich meine, ich mache das jetzt nicht so lange wie Sie, aber ein bisschen bei Medien kenne ich mich auch aus, dass man jeden Tag die Inhalte einer Rede rausgibt, immer mehr. Was ist die Strategie dahinter? Weil normalerweise soll ja so eine Rede ein Paukenschlag sein oder ein Knall, oder? Es fällt ihm das wirkliche Thema für einen Paukenschlag. Und er hat jetzt ein unfreiwilliges Thema für einen Paukenschlag. Das ist, dass er sagt, wir schaffen jetzt wieder die Gender-Dings ab, wir dann keine Punktal mehr setzen, wir dann nichts mehr. Ich frage mich, was hat er bis jetzt gemacht? Bis jetzt hat er sich mal dumm galoppiert in der Gegend und gesagt, Gender. Dann hat er mir gesagt, Karl, bist wahnsinnig. Ich bin da gerade wieder in einem niederösterreichischen Dorf gewesen, die greifen sich alle aufs Hirn, wieso du da fürs Gendern bist. Ja. Und er hat gesagt, na gut, wenn das du sagst, wahrscheinlich war es der Kahner gewesen, wie er gerade wieder bei seinem Dolphus-Museum vorbeigeschaut hat, um sich zu verabschieden, weil das haben sie jetzt gerade geschlossen. Und da muss ich sagen, das ist etwas, wo eigentlich seine Berater sagen, besser wir dann vorher die Themen, die wir als Berater ausgesucht haben, in der Öffentlichkeit bekannt machen, bevor er es selber vernuschelt. Das ist wirklich so. Ja. Weil dann geht er hin, hucht eh keiner zu, ja, aber es ist ja noch wurscht den Leuten, weil sie es eh schon vorher gelesen haben und gehört haben. Ja. So, dann ist es vorbei und er hat auch nicht den richtigen Zugang. Er ist ja nicht empathisch. Er hat ja nicht verstanden, in welcher politischen Situation sich Österreich, die Regierung und vor allem die ÖVP befindet. Ja, irgendwer redet ja meistens, Karli rein, du schaffst das doch noch. So, es rennt er halt, weil das ist wahrscheinlich was die Mikl Leitner, die das gesagt hat. Ja, und rennt halt ein bisschen in der Gegend herum. Aber er hat, ja, er müsste de facto statt so ein Mikro am Beichtstuhl hinstellen und im Beichtstuhl vor Österreich beichten, was er alles da nicht hat, was er alles versprochen und eingehalten hat. Das ist ja wirklich so. Und kein Österreicher sagt, nö, einmal macht er eine Einmalleistung, das ist warm. Dann kommt wiederum irgendwas Furchtbares, das ist wieder kalt. Eine politische Kneipkur. Und ich glaube, das will alles niemand mehr. Und er glaubt, er kann das aufhalten, indem er jetzt so quasi schon mal große Staatspräsident in europäischen Ländern. Ich erinnere mich an den Charles de Gaulle, ja, der an die Nation eine Botschaft gerichtet hat und alle Radios waren eingeschalten, alle Fernseher waren eingeschalten. Aber das ist bei ihm genau das Gegenteil. Ja, der taucht auf am Bildschirm und die Leute rennen sofort zum Knopf und drucken. Ja. Und daher wird es vorher verkauft. Und über die Details, was er vorher verkauft hat, über die kann man dann auch noch unterschiedlicher Meinung sein, abgestochen hat er es mit der Gender-Diskussion. Jeder wird nur mehr sagen, Karli und das Gendern. Zuerst sagt er ja, dann sagt er nein. Was ist es jetzt?
Was ist nämlich, was ist, wenn der Kalle geht und es kommt ein anderer, der Magnus, und sagt, nein, ich finde, in Vorarlberg darf man lieber gendern, also darf man das Gender wieder einführen. Du kommst aus dem Punkteln und Strickeln gar nicht mehr raus. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte das der Freiheit überlassen. Ich schreibe Millionär, Millionärin, ja, wenn ich gerade wieder so einen Typen im Visier habe. Ja. Aber dass ich sage, Millionärin, Punkte, Punkte, also das will ich nicht, andere wollen es. Ja, ich soll mir frei lassen. Freiheit, ja, ist da ein Punkt und sonst gar nichts. Also auch hier bin ich dagegen, dass man oktroyiert, befiehlt, so quasi die Untertanenkultur einübt, das ist nicht meins. Und daher, über die anderen Punkte müssen wir dann noch reden. Beim Bargeld hat er, finde ich, auch daneben gehabt, ja, weil für was ist er jetzt? Ja, jetzt einmal kein Bargeld. Jetzt ursprünglich gesagt, der Bargeld muss geschützt werden. Der erste Schritt ist kein Bargeld für Flüchtlinge. Man kann Gutscheine geben, nichts dagegen. Hauptsache, die haben so eine Grundversorgung, wenn sie schon da sind. Ja, und dann werden wir schauen, was das Asylverfahren ergibt, ob es positiv oder negativ ist. Und wenn es negativ ist, dann muss es abgeschoben werden. Eh klar. Aber die sind, ich weiß nicht, wer diese Punkte alle ausgesucht hat. Ich würde gerne herausfinden, welcher geniale Stratege glaubt, dass er mit diesen Punkten, Sie haben das vorhin aufgezählt, man bei der nächsten Wahl gewinnen kann. Also ich bin gespannt. Die Mehrheit ist gegen das Gendern. Ja? Aber ob das reicht, ja, dass ich sage, die schwarz-grüne Misere muss weitergehen, aber wenigstens ist das Gendern angeschafft worden, wenn dann wieder die Rechnung kommt, von was die Heizkosten sind, die Mietkosten sind, der geht einkaufen bei einem Supermarkt, geht zur Kasse hin, der bei der Kasse sagt, nur, das ist aber jetzt ein bisschen Mehrheit. Ja. Sagt er, nein, ich habe weniger eingekauft. Ja, wir sind im Preis aufgegangen. Und dann sagt er, okay, mir ist das wurscht, Hauptsache das Gendern ist abgeschafft worden. Bitte, das geht doch an den wesentlichen Fragen vorbei und selbst da dilettiert er. Aber um auf die Inhalte noch einmal zu kommen, eigentlich müssten Sie ja sagen, das sind Inhalte, die Sie teilen können. Lohnnebenkosten senken, das Genderverbot, das die Niederösterreicher eingeführt haben, Migrationssachen haben wir schon angesprochen, das sind ja eigentlich auch alles großteils Forderungen, die die FPÖ aufgestellt hat. Schon, ist ja richtig. Aber wer glaubt dem Karli Nehammer, dass er das umsetzt, wenn er jetzt jahrelang als Kanzler, wer denn sonst als er es umsetzen hätte können? Schau, die Senkung der Steuerbelastung in Österreich auf unter 40% verspricht die ÖVP seit 30 Jahren und sie setzt es nicht um. Lohnnebenkostensenkung versprechen sie seit Jahren und sie setzen nicht um. In der Asylgeschichte schmieren sie die Bevölkerung seit Monaten und Jahren an. Ich habe da eine Bilanz, nur damit man das einmal weiß. Weil sie immer sagen, sie haben es geschafft, die Asylanträge einzudämmen und sie wollen jetzt mit den Maßnahmen das machen. Bitte, die 5 stärksten Asylantragsjahre sind alles Jahre, wo es einen ÖVP-Innenminister gegeben hat. 2022 das höchste Jahr, 112.000 Asylanträge, Innenminister keiner. Zweiter Platz 2015, 88.000 Asylanträge, Michael Leitner. Dritter Platz 2023, 58.000 Asylanträge, wieder der Kahner. Und so geht es weiter, 2016 Sobotka, 2021 Nehammer, an fünfter Stelle, damals mit 39.000. Die verantworten diese Politik, da kommt es herein und Asylanträge werden gewährt und werden immer mehr und stellen sie dann ein paar Monate vor der Wahl hin und sagen, naja, aber so haben wir es eigentlich nicht gemeint, wir sind eh die für das Land kämpfen und jetzt keine Grundversorgung mehr, sondern und übernehmen natürlich jetzt Punkte der Freiheitlichen, da könnte man sagen, ist eh super. Nur es ist immer die Frage der Glaubwürdigkeit, während Herbert Kickl und die FPÖ das seit Jahren trommeln und wie ich da herin das seit Jahren trommelt, dass es nicht so weitergehen kann, dass einer der Hauptgründe der Zuwanderung die überbordenden Sozialleistungen für Ankömmlinge hier sind, nämlich Grundversorgung, Mindestsicherung, Klimabonus, Familienbeihilfe, Kinderbeihilfe, dass jeder, der daherkommt, schon mehr verdient als ein durchschnittlich verdienender Österreicher, dass das nicht mehr geht. Und jetzt ein paar Wochen vor der Wahl sagt der Herr Nehammer eigentlich, wow, das stimmt. Das ist eine wunderbare Bestätigung für Herbert Kickl Politik. Mir sollte eigentlich morgen in den Umfragen wieder aufgehen. Das Problem ist nur, wem traut man es zu? Und den Nehammer traut ihm niemand mehr etwas zu, weil er alles das, was er verspricht, nicht hält. Jetzt haben wir ihm heute wieder auf einen der größten Schmähs der letzten Jahre draufgekommen. Erinnert euch, er hat den Menschen versprochen, Gewinnabschöpfung bei den Energieunternehmen, weil die so viel verdient haben. Jetzt haben wir heute auf die Zahlen draufgekommen, Jahr 2023. Der Verbund wird machen, ist noch nicht endberechnet, aber es ist nahe,
2023 allein der Verbund, macht der Verbund 2,1 Milliarden Euro Gewinn. Wisst ihr, wie hoch die Gewinnabschöpfung für einen Verbund für 2023 ist? 77 Millionen. Die lachen sich an Ost, da lachen die Hühner. Das sind 3,5%, die sind ja da ein bisschen abgezupfen. Das ist denen bei 2,5 Milliarden doch völlig wurscht. Und die verkaufen uns das als große Gewinnabschöpfung, wo sie die Energieriesen in die Knie zwingen. Niente, nix. Versprochen haben sie insgesamt von allen Energiekonzernen, haben sie uns versprochen, Nehammer, auch der Herr Finanzminister, da werden wir 2,5 Milliarden, mehr als 2,5 Milliarden Euro werden wir abschöpfen. Geworden sind es im Jahr 2023 250 Millionen. 10%, ein Zehntel haben sie von dem, was sie versprochen haben. Und die Energieanbieter klatschen und sagen, das geben wir, das ist ja ein Körperlgeld und wir fahren auf mit den Preisen für die Kunden, die jetzt schon wieder ihre Vorschreibungen bekommen. Skandalös! Und so geht es weiter. Gehen wir zur Frage, letzter Punkt. Freiheit und Demokratie, da wird er sich auch wieder hinstellen, der Karli, und wird sagen, er ist für Freiheit und Demokratie und er ist der Bewahrer der Demokratie. Wer war es denn in der Corona-Zeit, der die Menschen weggesperrt hat in sinnlose Lockdowns? 5 Monate für Ungeimpfte, für gesunde Menschen, die ihr ganzes Leben nichts gemacht haben. Wer war es denn als Innenminister, Karl Nehammer, der Menschen bestraft hat, die im Park mit ihren Kindern gespielt haben? Großeltern, die auf den Parkbänken gesessen sind, erinnert sich damals beim ersten Lockdown, die damals sofort ein Ticket gekriegt haben und der die Menschen karnivelt hat. Wer war es denn, die ÖVP, die Frau Edtstadler, die gesagt hat, wer sich nicht impfen lässt, hat in dem Land nichts mehr verloren und verliert seinen Job. Und das ist der große Verteidiger von Freiheit und Demokratie. Und traut sie überhaupt andere, das vorzuwerfen, weil jetzt gerade eine große Diskussion läuft über Freiheit und Demokratie und man versucht mit allen Mitteln der Gewalt, der medialen Gewalt, an Herbert Kickl als Antidemokraten hinzustellen. Da lachen ja die Hühner. Das ist alles so unfassbar und daher glaube ich, wird das nicht durchgehen. Diese Rede ist lächerlich, sie ist volksverblödend in Wahrheit und sie wird auch ihre Ziele nicht erreichen. Und wenn der Karl Nehammer glaubt, das als Absprungbasis für eine Neuwahl zu verwenden, dann würde ich ihn beipflichten, weil das ist dann der Sprung in die... Wir standen vor einer Klippe und jetzt haben wir einen guten Schritt weiter. Soll das morgen? Soll er in Neuwahlen gehen? Wir freuen uns alle drauf, dann ist das endgültige Ende. Jetzt hat Peter Wesenthaler neben all der Kritik ja auch gesagt, das sind viele Forderungen der Freiheitlichen, die Karl Nehammer da jetzt übernimmt. Ist das Ihrer Meinung nach schon der erste Schritt des Karl Nehammers, sich hier vielleicht der FPÖ anzubiedern und die ersten, wie sagt man, Wege Richtung Schwarz-Blau-Blau-Schwarz zu ebnen? Genau so ist es. Zuerst will er einmal blaue Wähler, die vielleicht vorher schwarz gewählt haben oder türkis gewählt haben, zurückholen. Und dann will er aus einer Position der Augenhöhe mit den Freiheitlichen versuchen, mit den Freiheitlichen eine Regierung zu bilden, ist meine Theorie, die aus dem Ganzen also ableitbar ist. Vielleicht vorher noch eine Ehrenrunde mit den Sozialdemokraten machen, da wird er drauf kommen, da kommen wir nicht auf einen Nenner, ja, weil wir nicht auf einen Nenner kommen wollen. Und dann wird es zu diesen Verhandlungen kommen, da wird dann schwarz-blau ausgekommen, wobei das nicht die Punkte sind, die da jetzt genannt werden. Das sind ja Versatzstücke. Also da muss ich sagen, was da zum Beispiel ist, da kein Bargeld für Flüchtlinge, ich meine, was ist da so besonders dran? Für die ist wichtig, dass die einen Gutschein haben, dass die nicht verhungern, dass die nicht obdachlos sind und dass die, wenn es positiv ist, integriert werden und wenn es negativ ist, abgeschoben werden. Also das ist für mich keine sensationelle Forderung, die er da hat. Das tut er so darstellen, wie wenn er dann mit dem Blauen das Wasser abgrabt, das ist ein Blödsinn. Lohnnebenkosten muss er dazu sagen, bei der Senkung, wie hoch soll die Senkung sein und wo wird dann eingespart? Wird er dann bei der Arbeitslosengeschichte einsparen, beim Familienlastenausgleich, wird der Sozialstaat reduziert, dann gibt es dann weniger Leistungen. Ja, und wer gleicht das dann aus? Dann kommt das ein Budget und frisch tut der Steuerzahler das dann ausgleichen. Also das ist als Überschrift, der ist ja der Meister der Überschriften. Ja? Der müsste überhaupt sagen, Nehammer, ich bin eine Überschrift. Ja? Weil er ist ja gar kein Kanzler. Er schaut nur aus wie ein Kanzler. Und nicht einmal das bin ich mir sicher, ob ihm das noch gelingt. Ja? So, beim Gender Verbot, wie die das jetzt gerade ausgehoben haben, etwas, das ist Sand in die Augen der Menschen steigt. Das sind Nebelgranaten. Die wirklichen Probleme, die wir in Österreich haben, ja, und das sind eine ganze Liste der Versäumnisse. Er ist immer so der,
Ja, besonders fleißige Aufzähler, der tut immer alles. Recherchieren, vorbereiten. Blablabla. Und ich tue da immer hochinteressiert dann zuhören, weil du meistens dann schneller bist im Aufzählen. Aber im Prinzip stimmen wir in der Kritik da durchaus ein. Und dann kommt er mit dem Genderverbot. Und was mir ein völliges Rätsel ist, und da kommt dann noch ein Punkt, der Herr Urschitz aus der Presse, ein Wirtschaftsjournalist, hat vor kurzem geschrieben, was ist das Dilemma bei der Migration und bei der Integration. Und da hat er gesagt, die Belastungen für die Arbeitenden und dann eher die Begünstigungen für die Nichtarbeitenden. So ist die Meinung des Herrn Urschitz. Aber dass es da die Balance die Frage ist, wie man das so richtig strukturiert, dass es, und mit dem Leistung muss sich wieder lohnen. Seit Jahrzehnten sagt das die ÖVP, kann ich Schulden machen. Jetzt sagt er, SPÖ. Na, das sagt Leistung muss sich lohnen. Hat immer die ÖVP, wie man sagt, Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Er sagt Leistung, Familie, Sicherheit. Aufstieg, los, der Weg. Er sagt, es habt eh keine Chance mehr, dass es besser wird, das Leben, daher streiche ich das Wort Aufstieg. Sollen wir arbeiten? Ja, wenn wir arbeiten gehen, dann reden wir mal über den Aufstieg. Das ist nämlich das, was dahinter steckt. Deswegen hat er das, was die Sozialdemokraten so erfolgreich immer in ihrer Politik gehabt haben, da weggestrichen. Und Familie, niemand ist gegen Familie, was soll das? Ja? Also, dass er das dann extra noch einbaut, weiß nicht, was da der Hintergrund ist. Aber das sind so die Punkte, wo ich also nur, mich nur wundern kann. Oh Gott, vielleicht kommen noch Punkte. Wir sollten auch die Spannung aufrechterhalten, wenn wir am Freitag da sitzen und in seine Rede kommentieren. Ja, da haben wir Spannung. Vielleicht kommt noch etwas, wo wir jubeln. Vielleicht springen wir auf vor Begeisterung, umarmen uns und sagen, er hat uns die Augen geöffnet. Endlich. Ja. Also, ich werde nicht alles runtermachen. Ich kann nur runtermachen, was er jetzt gerade als Häppchen ausgeschickt hat. Aber die entscheidende Frage ist doch wirklich, warum hat er es nicht gemacht bis jetzt? Mir kommt ja das so vor, ich habe nicht lange gesucht um ein Gleichnis. Es ist mir eins eingefallen. Während du gerochen hast, hast du mich inspiriert. Nämlich aus der Welt des Sports, da kennen sich ja viele Leute aus, vor allem Fußball, wir sind ja eine Fußballnation. Jetzt bist du Trainer eines Teams, Karl Nehammer in dem Fall von Österreich, und du hast das Team vor ein paar Jahren übernommen, spielst in der Bundesliga und schaffst das in wenigen Jahren, dieses Team mit diesem Team aufgrund deiner hervorragenden Leistungen von der Bundesliga in die Regionalliga aufzusteigen. Ja? Also das heißt, zwei Klassen tiefer, ja? Heißt das in gut Deutsch. Und jetzt, nachdem du jahrelang abgestiegen bist und deinen Verein von der Bundesliga in die Regionalliga geführt hast, hältst du eine Rede am Jahresbeginn und sagst, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt sage ich euch, jetzt spielen wir in der Champions League nächstes Jahr. Es geht noch nicht, weil du schon in der Regionalliga bist und weil du selber verantwortlich bist. Übrigens, im Fußball würde jemand, der so eine Bilanz hat wie Nehammer, nicht einmal ein paar Monate aushalten und den sofort rausschmeißen. Aber das ist so ähnlich. Das heißt, er verspricht alles, er will alles anders, alles besser machen und hat aber die Chance dazu gehabt und sie vergeben. Und den Menschen kann er nicht erklären. Er soll sich hinstellen bei der Rede die ersten 10 Minuten und mehr Kulpa machen und erklären den Menschen, warum er das bisher nicht umgesetzt hat als Bundeskanzler. Weil wenn er das nicht umgesetzt hat bis jetzt, heißt ja das nur, dass er keine Kompetenz dazu hatte, dass er nicht die Fähigkeit dazu hatte, dann ist er aber mit Verlaub auch voll am Platz als Bundeskanzler. Und bei all diesen Häppchen und bei diesen Spielereien, es geht der ÖVP und den Nehammer jetzt mit der Volksverdummung durch diese Rede doch nur um eines, nämlich den Machterhalt, reiner Machterhalt. Der Karl hat gesagt, die Menschen sind so dumm, die glauben mir das jetzt. Wenn ihr jetzt alles einer verspricht, wählen sie mich, die glauben mir das. Und ich sage, das Böse sage ich auch nicht mehr, dass die Leute, die deshalb kein Geld haben, mehr arbeiten gehen sollen. Und die Leute, die arm sind und Kinder haben und sich das Essen nicht leisten können, zum McDonalds auf einen Burger gehen sollen. Das sage ich alles nicht mehr, habe ich nicht mehr so gemeint. Ist nicht da gewesen. Und in Wirklichkeit haben wir aber in dem Land ein ganz anderes Problem. Und das sieht er nicht und die ÖVP, weil die ÖVP im täglichen Machtspiel, wann wollen wir? Was ist für die ÖVP das Wichtigste? Welcher Wahltermin, damit wir die Macht erhalten können? Wie können wir die Menschen blenden mit Dingen, mit Versatzstücken, die wir eigentlich in unserer Regierungszeit machen hätten sollen, aber nicht umgesetzt haben? Versprechen wir es ihnen halt jetzt, alles, was wir nicht gemacht haben, Selbstanklage. Versprechen wir es ihnen, sie werden uns das schon glauben. Und da irrt er sich fatal. Und in Wirklichkeit führen wir einen ganz anderen Kampf in diesem Land. Und das hat der Nehammer noch nicht kapiert, weil er keine Empathie hat. Einen Kampf ums Überleben, um die Kosten, um die Preise, um die Inflation, um die Preissteigerungen, um die Haushaltskosten, Energiekosten, all das. Und einen zweiten entscheidenden Kampf. Nämlich gegen das System in diesem Land und auf dieser Welt, in Europa. Ein System, wo sich Europäische Union,
NATO, WHO, WEF, also World Economic Forum und all diese supranationalen Globalistenorganisationen doch nur eines zum Ziel gesetzt haben. Und die, sie sagen es auch unverhohlen, die von der Leyen sagt es unverhohlen und der Herr Schwab sagt es unverhohlen und die NATO sagt es unverhohlen und es wird ja alles uns immer gesagt, nämlich so weit wie es geht, die Eigenständigkeit und Souveränität der einzelnen Staaten einzuschränken, nämlich in Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung. All das muss eingeschränkt werden. All das sind dann die einzelnen Diskussionen. Nehmen wir den Menschen das Bargeld weg. Kontrollieren wir sie dort, wo sie im Internet ihre freie Meinung sagen wollen. Schränken wir das ein. Und das ist eigentlich unser gemeinsamer Kampf, den wir führen wollen. Und den artikuliert halt im Moment nur einer, das ist der Herbert Kickl. Dafür wird er niedergemacht, dafür wird er als Rechtsextremer beschimpft, als Demokratiefeind. Er ist aber der Einzige, der noch für die Demokratie in dem Land wirklich kämpft. Und allen anderen ist diese übergeordnete Metaebene völlig egal. Und da werden halt die Leute, diese Modelle dann am Ende, werden die Menschen das halt abwägen bei einer Wahl. Und das finde ich ja gut so. Ein Kanzler, der in Wahrheit um seine Macht kämpft und ein Oppositionschef, der eigentlich kapiert hat, um was es in dem Land geht, nämlich um wirkliche Demokratie und Freiheit. Abschließend noch zu Kanzler, oder bitte, Sie wollen. Ja, vielleicht eine Anmerkung. Es ist natürlich absolut legitim, wenn man zuspitzt. Ja. Ja, also ich unterstelle keiner einzigen Partei in Österreich, dass sie antidemokratisch ist oder Demokratie abschaffen würde. Das unterstelle ich niemanden. Ich glaube auch nicht, dass das der Plan ist. Ich glaube auch die multinationalen Organisationen, die muss man genau beobachten, muss man auf die Finger klopfen. Also ich glaube, sie können dann nationale Souveränitäten dramatisch einschränken. Da bin ich schon der Meinung. Okay, auch zu denjenigen, die also für die der Nationalstaat, nicht der Nationalismus, aber der Nationalstaat, ein Wert ist, den es zu verteidigen gilt. Und da ist bei mir ganz entscheidend, dass man dieses Vetorecht auf der Ebene der Europäischen Union weiter bewahrt, damit kleinere Länder wie Österreich auch in Zukunft die Möglichkeit haben, nicht überstimmt zu werden, überrollt zu werden, sondern dass man da nach wie vor Einfluss ausüben kann und ausüben soll. Und das, was mir so fällt bei der Bundesregierung ist, Österreich ist ein Land, das durchaus die Möglichkeit hätte, aufgrund seiner auch außenpolitischen, neutralitätspolitischen Geschichte, aber durchaus auch aufgrund seiner der Situation, der es jetzt da steht, mit Wohlstand und mit dem wirtschaftlichen Entwicklungslevel, dass sie durchaus auch mitwirken kann, dass es mehr eine friedenspolitische Orientierung gibt. Also ehrlich gesagt, ich finde, das Wort Frieden kommt da nirgends mehr vor. Ja, die in einer Zeit, wo wir haben, wo der Herr Biden sagt, na, das ist ein China-Prinzip, müssen wir in Frage stellen und damit riskiert, dass der nächste Krisenherr Taiwan und China ist. In einer Zeit, wo in Gaza ein Krieg tobt und nach der Attacke auf die verbrecherischen Attacke auf die 1400 Israeli, die also da gestorben sind, jetzt 20.000 oder mehr im Gazastreifen getötet werden, bei der Situation in der Ukraine und in Russland, kommt bei den seinen Häppchen, die er gerade verteilt, das Wort Frieden nicht vor. Und es kommt nicht vor, was er vorhat, es zu machen, dass man nicht an den Dritten Weltkrieg kam, dass es nicht eine nukleare Konfrontation gibt und wir in Österreich nur mehr als Zombies in der Gegend rumrennen, weil wir alle tot sind. Und das kommt nicht vor. Und da tut er sich beschäftigen mit Beistrich, Punkt, Punkt, Gender, quagelt da, ja, anstatt dass er wirklich die Überlebensfragen anspricht. Die Überlebensfrage für Österreich ist ja auch, wie will ich vorwegnehmen. Vielleicht kommt es am Freitag, vielleicht fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Vielleicht schreibt er mit heute. Ja, vielleicht schreibt er mit. Kalle schreibt mit. Ich sage es ihm gerade, Kalle schreibt mit. Ja, die ganze technologische Entwicklung, wie gehen wir um mit der künstlichen Intelligenz, dass wir nicht beherrscht werden? Wie gehen wir Beschäftigung, wie ist das Verhältnis auch der Regierung zu den Sozialpartnern? Ich habe sehr beeindruckt gehört, die Pressestunde von Wolfgang Katzian, der da gesagt hat, ich und der Harald Mara, wir sind eigentlich die Standbeine in der Republik Österreich. Also was haben Sie da vor? Was ist da Ihr Weg? Ja? Und dann kommt er mit so Geschichten und Steuerreform müsst ihr diskutieren, also jetzt da den Eingangssteuersatz zu reduzieren, da rechnen wieder die Ökonomen vor, was das in Wirklichkeit bringt und vor allem, was es nicht bringt. Ja? Also das sind alles nur Überschriften, Versatzstücke. Er müsste sie für die Politik, die er gedenkt, fortzusetzen, bei den Österreichern und Österreichern entschuldigen. Ja? Wirklich entschuldigen, weil ich finde,
Das hat Österreich nicht genutzt und das sollte möglichst bald zu Ende sein. Sonst brauchst du Alkohol und Psychopharmaka, hat er ja selber gesagt. Wenn er die Politik fortsetzt, brauchst du Alkohol und Psychopharmaka. Einer seiner berühmtesten Sagen neben Burger King, das ist ja sozusagen das Resümee seiner Bilanz als Bundeskanzler, ist der Burger King und Psychopharmaka oder Alkohol. Das bleibt am Ende über und ein in Scherben liegendes Land in Wahrheit, wo die Menschen kein Geld mehr zum Leben haben. Also, traurige Bilanz. Hätte er seine Rede mit Prost beschließen sollen. Dann warten wir die Rede ab. Am Freitag hält er sie um 15 Uhr. Wir übertragen das Ganze natürlich live auf OE24TV und Josef Czap und Peter Westenthaler werden das Ganze dann auch im Nachgang analysieren. Da wissen fair wir dann und objektiv. Schon, genau, natürlich fair und objektiv. Da wissen wir dann auch schon, was er gesagt hat. Aber für heute sind wir noch nicht am Ende. Ganz im Gegenteil. Das war erst die Aufwärmrunde. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück. Und dann sprechen wir über das Thema Teuerung. Denn auch da gibt es ja die eine oder andere Änderung von Seiten der Regierung, die durchaus für Wirbel sorgt. Stichwort Strompreisbremse. Wir sprechen gleich dazu nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Josef Czap und Peter Westenthaler sind zu Gast. Das Thema Teuerung beschäftigt uns weiter. Die Strompreise sind gefühlt noch immer sehr hoch zumindest. Viele, Sie haben es schon gesagt, bekommen jetzt die Vorschreibungen. Die Regierung hat aber heute eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, die Strompreisbremse wird halbiert. Auf der anderen Seite wird zwar diese Gewinnabschöpfung, da kann man auch darüber streiten, verlängert. Aber sie sieht nicht mehr die Notwendigkeit, die Strompreisbremse in vollem Umfang auszuzahlen oder zuzuzahlen, weil eben die Preise runtergehen. Wie sehen Sie das? Ich sehe das so, dass diejenigen, die das heute in der Pressekonferenz präsentiert haben, schon lange nicht mehr auf die Rechnung geschaut haben, wie die Preisentwicklung ist. Ich habe gestern die Stellungnahme vom Verbundchef sehr genau gehört, der da einfach in einer ziemlich überheblichen Art und Weise Stellung bezogen hat, völlig ohne Empathie, nicht wissend, was das für die durchschnittlichen Österreicherinnen und Österreicher alles bedeutet, vor allem auch für den Mittelstand, auf den die ÖVP gerade so Wert legt. Die sagen, wir wollen sie jetzt konzentrieren auf die 5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher. Die sollen sich mal konzentrieren darauf, was die alles versprechen und nicht einhalten. Und die Übergewinne, die da gerade abgeschöpft werden, und zwar mit der Argumentation, es darf nicht zu viel abgeschöpft werden, weil nämlich wir Mörder für Investitionen haben. Ich gebe zu, Investitionen machen Sinn. Ja, vor allem jetzt, wenn man da umstellen will und da sozusagen die ganze Energieversorgung modernisieren will, gebe ich zu. Aber auf der anderen Seite, wir haben immer noch eine irrsinnig hohe Inflationsrate, über 7,5% oder immer noch mehr als in anderen europäischen Ländern. Wieso gibt es jetzt schon längst einen Aufstand der Österreicher und Österreicher und stellen die Frage, wieso ist das gerade so in Österreich? Wieso wird nicht eingegriffen in den Markt? Wieso gibt es keine Deckelungen? Wieso gibt es immer nicht? Wir reden uns seit Monaten den Mund fusselig, dass das einer der Lösungen ist. Ja, dann hast du, das habe ich sogar am Sonntag in der Pressekonferenz von Wolfgang Katze an dem ÖGB-Chef gehört, naja, die hohen Lohnforderungen, und Gott sei Dank hat es auch hohe Lohnabschlüsse gegeben, rühren auch daher, dass die Teuerung und die Inflation so hoch ist. Und die Regierung zu wenig macht, aber jammert, dass das so hoch ist, nichts dagegen macht und jammert, dass es dann noch hohe Lohnabschlüsse auch noch gibt. Und dann sagt die Regierung auch noch, wir können stolz sein, dass die Kaufkraft so gut ist. Sie selber hat für die Kaufkraft nichts gemacht. Das waren nämlich die Gewerkschaften, die das erkämpft haben. Und sie selber haben für die Wohlstandssicherung der Österreicher und Österreicher auch nichts gemacht. Wenn man nicht die Kaufkraft schon erhöhen, muss ich parallel dazu auch die Inflation und die Teuerung senken, dann ist es ein Mehrwert. Nein, haben sie auch nicht drauf. Es ist ein einziges Drama, ja, und das müsst im Mittelpunkt stehen. Da muss er sich hinstellen bei seiner Rede am Freitag, nach einer eingehenden Entschuldigung seiner bisherigen Politik, damit er dazu was sagt. Und sehen Sie, das, was der Verbund macht, das ist lächerlich. Also du zahlst nach wie vor zu viel. Ja, muss man sagen, was die Stromkosten betreffen. Jetzt wird noch halbiert auch noch die Strompreisbremse. Ich frage mich, wie soll man das alles schaffen finanziell? Und dann setzt sich der hier und sagt, tut mir leid, aus Ende, wir brauchen einfach das Geld und wir dann Milliarden verwenden für Investitionen, für was auch immer. Also sehr transparent war das nicht, empathisch war es auch nicht und eigentlich war es ziemlich unsympathisch.
gebe ich da völlig recht. Das Problem ist, dass sie einfach das nicht nur nicht erkennen, das Problem, nämlich der zu hohen Preise, die seit 3 Jahren in Lichterhöhen sind, sondern in ihrer selbstherrlichen Darstellung und in ihrer eigenen Selbstherrlichkeit und Überheblichkeit den Menschen auch noch die Unwahrheit sagen. Ja. Also das ist ja alles, und wenn du den zugehört hast, bitte, das ist ein ehemaliger ÖVP-Spitzenpolitiker, ja, der Chef des Verbundes, der Herr Strugl. Das sollte man allen Menschen sagen, dass es ja hier auch eine Machtverzahnung gibt. Die ÖVP ist der Chef des Verbunds, nicht nur über die personelle Geschichte, sondern auch anteilig aufgrund der Republik Österreich, die dort ihre Anteile hält. Und was passiert? In all diesen großen Bundes- und Landesorganisationen, es wurde nichts gemacht. Kein Preisdeckel, gar nichts. Die Menschen brennen wie die Luster seit 3 Jahren durch Erhöhungen der Energiepreise, der Heizkosten, der Strompreise und niemand greift ein. Und solange das so ist, kann sich der Herr Kanzler hinstellen und noch so viele Reden halten. Strompreisbremse. Ich frage mich, geh mal raus und frage die Leute, was sie spüren von der Strompreisbremse. Na, gar nichts. Da werden die Leute sagen, ja, es ist nett, dass es eine gibt, nur ich spüre sie deshalb nicht, weil ja die Preise so hoch waren in den letzten Jahren, dass sie einfach nur gezahlt haben. Die Strompreisbremse ist ja deshalb für nichts, weil sie ja auch nicht sozial ist. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, du führst eine Strompreisbremse ein, wo der Villenbesitzer, der eine Dritt- und Viertvilla am Wörthersee hat oder ein Fuschel, kriegt auch die Strompreisbremse, ein Multimillionär. Der wird auch dort eingestuft, kriegt auch, zahlt auch. Also, das ist ja absurd. Stattdessen hätte ich ja das gemacht für jene, die es wirklich brauchen und nicht für alle, die es wollen. Das heißt, ich hätte eine Grenze eingezogen, die mit dem Einkommen verknüpft ist und hätte daraus dann gleichzeitig mehr Geld gehabt, die Leute wirklich zu unterstützen, die eine Stromförderung brauchen. Und das ist nicht passiert. Man hat alle bedient. Das war eine Geldvernichtungsaktion sondergleichen und braucht hat es nichts, weil ja die Preise trotzdem weiter gestiegen sind und die Menschen sich nicht leisten haben können. Das ist ja das Absurde eigentlich. Und das ist es bei allen, nicht nur bei der Energie, nicht nur bei dem Haushaltseinkauf, vor allem bei den Mieten auch so, wo 6-mal in 2 Jahren erhöht worden ist, jetzt wieder die Leute die Vorschreibungen gerade jetzt bekommen für das Monat Jänner, entweder im Dezember des Vorjahres oder jetzt gerade, und schauen drauf und dann die Haut vom Sessel, was da schon wieder für eine Erhöhung bei den Mieten ist, und dann drehen sie den Fernseher auf und da sitzt der Karli und verspricht einer einen Mietpreisdeckel, der überhaupt nicht existiert. Den gibt es nicht. Den kann es auch nicht geben, weil ein Mietpreisdeckel würde bedeuten, dass ich die Mieten senke, die jetzt 6-mal erhöht worden sind, und nicht weiter erhöhe. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Und das mit der Kaufkraft finde ich überhaupt lustig. Ich sage das ja immer wieder. Das ist ein Argument der ÖVP, wo sie auch so weit weg von den Menschen ist, den Menschen wie in einer Hypnosesitzung einreden wollen, ihr habt jetzt so viel Kaufkraft, ihr habt aber keiner, weil sich keiner mehr leisten kann, sondern alle weniger. Daher gibt es keine mehr Kaufkraft. Mehr Kaufkraft gibt es nur, wenn du den Menschen durch eine umfassende und wirklich große Reform des Steuersystems in der Kasse lässt, und da ist die kalte Progression, das spürt ja keiner, weil dann nehmen sie ja den Menschen nur weniger weg, aber sie kriegen ja nicht mehr. Das ist ja der Druckschluss. Die ÖVP behauptet ja durch die Teilabschaffung der kalten Progression, weil alles ist ja nicht abgeschafft, kriegen jetzt die Menschen mehr. Nein, sie nehmen ihnen nur weniger weg. Das ist ein Riesenunterschied, nämlich in der Endrechnung. Und daher meine ich, es ist längst an der Zeit, die Steuerfreigrenze beim Jahreseinkommen anzuheben. Bisher haben wir das ungefähr bei 12.000, es ist wieder inflationsbedingt erhöht worden, wir sind jetzt knapp über 12.000 Euro Jahreseinkommen. Alle Menschen, die unter diesen 12.500 ungefähr in der Range verdienen, zahlen keine Einkommensteuer. Das ist ungefähr 1.000 im Monat. Was hindert eine Regierung daran, in Zeiten wie diesen, wo es wirklich um Kaufkraft geht, wo die Menschen das Geld dann eh ausgeben müssen, das auf 20.000 zum Beispiel zu erhöhen oder 25.000, dass man sagt, okay, Menschen mit einem Monatseinkommen von 2.300 Euro, ohne Sozialversicherung wohlgemerkt, weil sonst wird es ja wieder weniger, zahlen keine Lohn- und Einkommensteuer. Dann hast du Kaufkraft, dann bleibt da was im Gerstl, dann kannst du einkaufen gehen, dann kannst du auch was leisten und dann wird die Wirtschaft florieren. Aber dieses ständige steuerliche Abkassieren an allen Ecken und Enden, hauptsächlich über die Lohn- und Einkommensteuer, das muss ja mal aufhören. Und da ist es, gebe ich ja zu, ein erster Schritt, indem man sagt, den Eingangssteuersatz zu senken, nur es ist zu wenig wieder mal. Und er ist zu halbherzig, er ist am Ende nicht wirklich für die Menschen spürbar. Spürbar wäre eben das andere.
Und vor allem kommt er nicht bei dem Kanzler, weil sonst hätte er es ja schon gemacht, muss man auch dazu sagen. Was sagen Sie zu dem Vorschlag, dass man die Steuerfreigrenze anhebt auf 20.000, 25.000 Euro Jahresgehalt? Das ist grundsätzlich überlegenswert, aber ich finde mindestens so wichtig ist, dass die Teuerung gestoppt wird durch Eingriffe in den Markt. Das ist das Entscheidende. Ja? Absolut. Weil ich meine, ich mache nur... Deckel drauf. Ja, richtig. Ein Deckel und aus. Ja? Weil ich mache sonst nur mit Steuergeldern eigentlich... die Unternehmungen oder die Energiekonzerne oder wen auch immer, noch reicher. Das ist doch die Wahrheit. Ja, ich subventioniere, ich erleichtere zwar das Leben der Konsumenten, aber zugleich, ohne wenn es nicht deckelt wäre, an allen Ecken und Enden, was man für eine gewisse Zeit doch machen könnte, ja, tue ich mich mit Steuergeldern quasi, ob das jetzt die Energiekonzerne sind oder ob das die, wer auch immer dann ist, tue ich damit subventionieren. Das hilft zwar den einzelnen Konsumenten direkt, unmittelbar, ist auch meistens nur eine Einmalleistung, ist eine kurze Erleichterung, aber im Endeffekt löst es das grundsätzliche Problem nicht. Und das, was ich so perfid finde, ist, wenn der dann im nationalen und internationalen in der Gegend herumrennt, der Kanzler Nehammer, und dann so tut, wie man eher das wahre Rezept gefunden hätte, damit die Leute in Zeiten der Krise besser leben können. Falsch. In Spanien hast du eine Inflationsrate von knapp über 2%. Ja, das ist relevant. Ja, und zwar für alle Lebensbereiche oder im vergleichbaren anderen Ländern auch. Nein, bei uns in Österreich wird in Kauf genommen, aus ideologischen Gründen, weil das verbohrte Ideologen sind, wir greifen den Markt nicht ein. Und schauen wir mal, wie die Inflationsentwicklung weitergeht. Und wenn da möglichst hohe Inflationsraten sind, hat der Finanzminister was davon. Der hat dann ziemlich viele Einnahmen. Und so geht es die ganze Zeit. Seit Monaten weisen wir darauf hin. Ja, und die machen das nicht. Und ich frage mich, was die Grünen da drinnen eigentlich machen. Die sind halt froh, wenn möglichst viel im Ökobereich mit steuerlichen Belastungen die Lust nicht allzu groß ist, da den Klimawandel nicht entgegenzuwirken. Die wollen das steuerlich, die CO2-Steuer auf die Art in den Griff kriegen. Also mir ist das ein Rätsel. Sagen wir einen Satz noch zu dieser Gewinnabschöpfung. Weil, das kann man übrigens auch nachprüfen. Das erste Mal das Wort Gewinnabschöpfung und die Idee war da bei uns in der Diskussion, da war noch lange keine Rede davon. Das ist schon, glaube ich, 2 Jahre her, haben wir das schon gefordert. Ja, die OMV haben wir auch doch. Richtig, an die ganzen Unternehmungen. Und was ich da nicht verstehe, ist diese Augenauswischerei. Denn versprochen, und das ist ja der Sinn einer Gewinnabschöpfung, ist, dass man das eine Lenkungsmaßnahme ist. Das heißt, wenn ich denen mit dem Zeigefinger sage, den Energiekonzernen, wenn es ihr nicht mit den Preisen runterfahrt, dann nehmen wir euch einen guten Teil eurer Gewinne weg und was machen wir damit? Wir geben es den Menschen zurück. Das hören wir übrigens überhaupt nicht, was mit dem Geld passiert. Wir geben es, weil es zu wenig ist. Wir geben den Menschen das zurück. So, und das hat aber die Regierung nicht gemacht. Das Ganze, was ja jetzt in der Vergangenheit gemacht worden ist, ist das Ergebnis einer EU-Verordnung. Jetzt kann man mal erstmals und einmalig, wird man von mir nicht oft hören, danke EU sagen. Weil das war eine EU-Entscheidung, die Gewinne abzuschöpfen. Österreich hätte das eh nicht gemacht, weil die alle politisch verbandelt sind. So, nur ist es zu wenig, wie wir jetzt sehen. Da stellt sich der Herr Nehammer, den hat das nächste gebrochene Versprechen, der Herr Nehammer und der Herr Magnus, der Finanzminister, vor dem Sommer hin und sagt, ihr bösen Energieanbieter, jetzt da werden wir es euch sagen, wir schöpfen euch die Gewinne ab und insgesamt werden da bis Jahresende 2,5 Milliarden zurückkommen und mit den 2,5 Milliarden werden wir die Menschen entlasten. So, und jetzt ist die Bilanz da auf dem 23er Jahr. Statt 2,5 Milliarden, ein Zehntel, 250 Millionen. Ein Riesenschmäh, eine Riesenauswischerei, was zeigt, dass das völlig zahnlos ist und die Energieversorger alle miteinander ins Fäustchen lachen. Und das Beispiel Verbund sagt es ja, wenn ich 2,1 Milliarden Gewinn mache, nicht Umsatz, Gewinn, was mir überbleibt, und muss davon gerade einmal 3%, 3,5% das Abschöpfungssteuer zahlen, und dann drehe ich mich um und sage, wie viel wollt ihr nicht, 5%? Also das ist ja absurd. Was hier passiert, das nutzt nichts. Ich hätte als Regierung, und das wäre jede Regierung, die sie ernst nimmt, hätte gesagt, so, 2 Milliarden Gewinn, 1 Milliarde her. 50% abschöpfen, gehen wir, abschöpfen wären geblieben. Eben wahrscheinlich genau diese insgesamt 3 Milliarden vielleicht. Und mit denen hättest du dann lenkungstechnisch eingreifen können, um die Stromkunden wirklich zu entlassen. Da hat jeder was davon gehabt, jeder Einzelne, bis zu einem gewissen Einkommen. Und das ist diese Regierung, die halt verbunden ist mit ihren Politköpfen in den Energieunternehmen. Und das ist alles eins, System. Das nennt man System. Das arbeitet in sich zusammen und das gilt es abzuwählen heuer. In dem Punkt gebe ich da recht. Das ist wirklich eine Systemverknüpfung.
Aber man hätte auch sagen können, da sparen wir ziemlich viel Bürokratie. Muss nicht unbedingt zuschauen, wie die Übergewinne auf Kosten der Konsumenten machen. Und da muss ich mit einer streiten, wie viel ich dann von den Übergewinnen abschöpfe. Und wenn es nicht genug ist, sind es eben wie in dem Fall nur 200 oder 250 Millionen. Und dann ist noch offen, was passiert überhaupt mit den 250 Millionen. Wer kriegt es wie zurück eigentlich? Einfacher ist es, wenn man sagt, wisst ihr was, ihr macht gar keine Übergewinne. Sondern ihr schaut, dass die Preisgestaltung so ist, dass davon der Konsument, die Konsumentin, die 5 Millionen Österreicher und Österreicher davon leben können, genau. Besser, das besser finanzieren können. Ja? Dann brauche ich nicht rumstreiten mit denen über die Übergewinne. Dass ihr Investitionen machen müsst von den Gewinnen, ist unbestritten. Ja? Wäre übrigens, ich habe es gerade nachgerechnet, knapp 700 Euro pro Person. Ja? Genau. Ja, 700 genau. Euro pro Person. Ja. Wenn Sie es ernst genommen haben. Ja. Danke, Regierung. Ja, schreibt es mit ein bisschen heute. Schlafen da schon wieder vor dem Fernseher ein. Wir machen noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über die EU-Wahl. Die steht ja vor der Tür, wird am 9. Juni stattfinden. Alle Kandidaten haben jetzt mittlerweile ihre Spitzenkandidaten verkündet. Seit dieser Woche wissen wir auch, dass Lena Schilling für die Grünen antreten wird. Auch sogar die KPÖ wird bei der EU-Wahl antreten. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Wir sprechen über die EU-Wahl. Alle Kandidaten stehen fest. Seit dieser Woche wissen wir auch, die Grünen schicken Lena Schilling ins Rennen. Ist das zumindest eine erfrischende, also Sie werden sie nicht wählen, davon gehe ich einmal aus, aber ist es zumindest eine erfrischende Kandidatin? Also ich kann mit dem nicht anschließen. Ich habe meine Gedanken gemacht und habe mir ihre Auftritte so angeschaut. Und ich bin der Meinung, aufgrund dieser Kandidatur kriegt das Wort Kinderbeihilfe eine völlig neue Bedeutung. Ja? Nämlich die Grünen helfen jetzt einem Kind, einer politischen Kindfrau, wenn man so will, in eine politische, hochdotierte Position. Ich kenne von der Frau nichts, außer dass sie eine Berufsdemonstrantin ist, Klimakleberin, Klimaaktivistin, auch bei gewalttätigen Aktionen rund um die Lobauverbauung dabei war, nicht aktiv, aber dabei bestreitet war. Sie, dass sie sie war dabei, aber dass sie beteiligt war. Ich bleib da sehr korrekt, nicht selbst Gewalt ausgeübt, aber dabei war, das reicht ja manchmal schon. Also zumindest, wenn es von der anderen Seite kämen würde, dann musst du schon nur dabei sein und du bist schon gegrillt. In dem Fall wird sie pardoniert. Nein, also ich bin der Meinung, irgendwie ein Grundwissen, ein bisschen Ahnung sollte man schon haben. Also diese Unbelegtheit dieser Person, die als erst, die eigentlich, wenn man sich den Lebenslauf anschaut, da ist halt leider nichts drin. Ja, die ist weder ist die fertig studiert, noch hat die irgend in ihrem Leben was gearbeitet, sondern die hat ihr ganzes bisherige Leben nichts anderes gemacht, als halt bei Aktivismus mitgemacht, auf der Straße. Und sie kommt jetzt und beschimpft einmal alle anderen. Das ist okay, das ist Jugendforscht, ist ja kein Problem. Ist eine Linksextremistin, ganz klar ideologisch, denn nur eine Linksextremistin kann ja eine andere Partei, die parlamentarisch gewählt wird, als Rechtsextremismus bezeichnen. Also daher ist sie eine Linksextremistin, jeder andere wird das jetzt nicht tun. Und ich glaube halt nicht, dass das ein Angebot ist für die Wählerinnen und Wähler. Denn jetzt kann man schon sagen, ja, jung und so, aber ich glaube nicht, dass das ein Angebot sein kann, weil es braucht ein Angebot bei der Europäischen Union, wo die Interessen Österreichs vertreten werden und nicht die Interessen der Europäischen Union und nicht die Interessen einer Klimasekte, die uns da dauernd erklärt, wir verbrennen alle. Das ist zwar nett, vielleicht klebt sie sich dort auch an, irgendwo in Brüssel, soll es machen, kein Problem, nur das passiert ja nicht, sie ist ja jetzt schon weichgespült. Das alles, was sie, das kommt ja noch dazu, sie steht ja nicht einmal zu den eigenen Versatzstücken, gegen die ich auch bin, aber sie sagt schon, naja, an Aktionen wird sie jetzt nicht mehr teilnehmen, die vielleicht halb illegal sind, das macht sie jetzt, wenn sie abgewendet ist. Sie kassiert auch ihre 8.000 Euro, das heißt, die ist schon so umarmt und gefangen in dem System, dass sie halt auch System ist. Teil des Systems, am Ende des grünen Systems, des Klimasektensystems. Und das wird halt ein Angebot sein für ein Minderheitenprogramm der Grünen. Mag sein, ich glaube nicht einmal, dass sie dazugewinnen wird, sie wird verlieren. Und am Ende ist das einzige Argument, sie ist halt nicht ein Opa, den du nach Europa schickst, sondern halt ein Kind, ein
dass das Ganze wird halt auf ein Kindergartenniveau gebracht, mag sein. Ich muss das übrigens, ich habe mir jetzt die Geburtsdaten der ganzen Kandidaten angeschaut, relativieren. Es stimmt tatsächlich, dass es ja nur zwei Opas gibt, den Lopatka und den Herrn Brandstätter, ich glaube, der Allerälteste. Das ist echt, das sind echt die Opas, die da schickst, hast du einen Opa, auch die Neos, interessant, schick in Europa. Schida und Belinsky sind ungefähr gleich alt oder jung, die sind eigentlich Mittelalter, die sind so 55, 56, 57, ist in Ordnung. Und jetzt kommt halt eine der Fraktion Kindergarten. Okay, das Niveau hebt die jedenfalls nicht, die Dame, und ich glaube auch nicht, dass sie besonders ernst genommen wird, weil sie einfach nicht die Kompetenz und Kraft hat, auf der Europäischen Unionsebene für Österreich was zu erreichen. Am Alter sollte man es doch trotzdem ja, nicht festmachen, ja. Aber sie sind der Meinung, Jugend forscht. Ja. Qualifiziert. Sie waren ja auch mal ein junger Goscher, der Linker. Aber Sie müssten ja gewisse Sympathien für die Lena Schilling haben, oder? Ja, habe ich. Sage ich ganz offen. Und zwar, ich habe sie mehrfach erlebt bei Fernsehdiskussionen. Und die ist einfach tough, ist vorbereitet, kennt sie aus, ist heute halt Aktivistin. Ich war auch Aktivistin, Kleben war nicht meins. Ja, also die hat eher mehr, das war auch eine andere Generation, die diesen Hang zum Klimakleben auf der Straße gehabt hat oder zum Besetzen. Sie klebt selber nicht. Und ich war, nein, das muss man blockiert. Sagen. Und ich habe auch damals bei Heimburg und gegen Zwentendorf und da waren wir auch aktivistisch. Also ich sehe das völlig entspannt und sie wird heute halt einmal nachweisen müssen, ob sie jetzt Teil des Systems ist. Sie wird nachweisen müssen, ob sie bereit ist, all das, was die Grünen da mittragen in der Bundesregierung mit den Türkisen und mit den Schwarzen, ob sie das dann auch vertritt. Oder ob sie dann Kritik übt an der eigenen Partei. Weil wenn ich das alles ernst nehme, was sie gesagt hat, dass sie die quirlige Unabhängige, die da sozusagen ist jugendlich und frisch und neu und innovativ ist, dann wird sie da mit der Politik, die die Grünen da in der Bundesregierung machen, halt kritisch umzugehen haben und auf das warte. Und daher bin ich keiner, der negative Vorschusskräuter aussendet, sondern der sagt, ich habe sie erlebt als eine sehr kluge, engagierte junge Frau. Und was ich ein bisschen irritierend finde, ist, wenn irgendeiner von ihren Wahlkampfmaxeln da gesagt hat, junge Frau gegen vier alte Herren, ja, es hilft alles nichts. Das hat sie selber gesagt, glaube ich. Naja, aber der wird das gesagt haben, dass er das sagen soll. Und ich finde, das ist irgendwie, es gibt Ältere und Jüngere, es gibt Erfahrung, der Lopatka hat das so schön gesagt, ja, es gibt Erfahrung und es gibt zugleich auch also Professionalität und es gibt Jüngere, die das neu erarbeiten müssen, die Erfahrung der Professionalität. Manche haben schon in jungen Jahren eine gewisse Professionalität. Und werden halt dann ihre Konflikte auszutragen haben. Also ich finde, zu messen sind sie, ich sage dir das noch, den Anbruch, ja, ja. Ich habe das auch ja, ich hab nur eine Frage. Nein, zu messen wird sie sein, bringt sie was für Österreich? Das ist das Entscheidende, weil sie ist eine österreichische EU-Abgeordnete, sie wird an die EU und den Kampf gegen den Klimawandel wahrscheinlich schwerpunktmäßig denken, aber was heißt das für Österreich? Und ist sie bereit, auch kritisch sich mit der österreichischen Bundesregierung und mit den Grünen auseinanderzusetzen, obwohl sie für die Grünen kandidiert? Aber sind wir uns schon einig, dass es politische Positionen gibt und dazu zählt mit Sicherheit eine Spitzenkandidatur bei einer Wahl, stimmt. Wo du zumindest ein Grundrüstzeug an Know-how, an Wissen, an Erfahrung, an Kompetenz, vielleicht auch an Berufspraxis, was auch immer mitbringen musst. Und jetzt erklär mal von all den aufgezählten Punkten, was eine wie diese Frau, diese Kindergarten, die Kinderbeihilfe, was die qualifiziert zu einer EU-Kandidatin. Das hätte mich interessiert, weil aus dem Lebenslauf heraus, tut mir leid, sehe ich das nicht. Und da bin ich jetzt sehr generös, weil ich behaupte, über die Parteigrenzen hinweg, dass alle anderen Kandidaten zumindest dieses Rüstwerkzeug, das ich jetzt gesagt habe, haben. Das haben alle. Das hat ein Lopatka, ein Schieder, natürlich auch ein Harald Wilimski, wahrscheinlich sogar auch noch der Herr Brandstätter aus seiner Berufserfahrung als Journalist. Ist okay. Aber bitte, was hat eine Frau Schilling in ihrem Leben bisher geleistet, dass sie qualifiziert, Spitzenkandidatin zu sein, außer, dass sie sagt, die FPÖ ist rechtsextrem. Das ist ja ein Hauptqualifikationskriterium einer Grünen. Das pusht dich ja sofort in die Höhe. Übrigens eine gewählte demokratische Parlamentspartei, die es seit 68 Jahren gibt und die ihren Beitrag zur Demokratie und Freiheit in diesem Land geleistet hat. Und dann kommt so eine Großmutter würde ich nicht, eine Großmutter würde jetzt sagen, rotzpippenpolitische um die Ecken,
und beschimpft eine demokratische Partei und stellt sie als extremistisch dar. Und da muss ich dir ehrlich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Nein. Das ist ein Stil, der da einreißt. Ja. Und dann noch so beckmesserisch, naseweiß und besserwisserisch aufzutreten, das steht dir einfach nicht zu. Ja. Sondern die muss einmal aufgrund ihrer mangelnden Kompetenz und Praxis einmal schön klein anfangen, kleine Häuser bauen. Und so, also was die macht, ich glaube nicht, dass das gut ankommt in der Bevölkerung. Ich glaube, wir sind in einem Punkt einer Meinung, man soll mit bestimmten Begriffen nicht inflationär umgehen. Gebe da recht. Und wir sollten damit nicht verharmlosen die wirklichen Rechtsextremisten und die wirklichen Linksextremisten. Das muss ich schon sagen. Also ich habe nie behauptet, dass die FPÖ linke Mitte-Politik macht, ja, sondern die macht rechte Mitte, rechtspopulistisch, wie auch immer man das bezeichnen will. Aber dass man da anfängt, mit anderen Begriffen, Bewegungen, die es früher gegeben hat, zu verharmlosen, ja, das finde ich ist ein ganz schwerer Fehler und da finde ich massivst dagegen. Ja. Ich sage nur eines, die SA hat gehabt 3 bis 4 Millionen Mitglieder, hat die Straßen terrorisiert. Ja, die haben die Demokratie außer Kraft gesetzt, die haben die Gewerkschaften und die anderen Parteien verboten. Und ich bin dagegen, dass man da so eine Geschichtsklitterung, Verharmlosung macht, weil das nutzt nur denen, den Falschen. Ja. So, in dem Punkt muss ich noch arbeiten, finde ich. Das ist ein bisschen sehr, wie soll man sagen, von ihrer Seite her. Sie kann natürlich die Auseinandersetzung suchen. Sie wird es auch tun. Sie soll es auch tun. Das ist ja durchaus sinnvoll. Aber sie wird eingebettet sein in der Fraktion im Europaparlament. Sie wird eingebettet sein mit anderen Grünen, mit Experten und wird sehr schnell wahrscheinlich eine differenzierte Herangehensweise finden. Schau, ich denke ein bisschen an meine eigene Geschichte. Ich war sehr jung und ich war sehr, wie soll man sagen, müpfig, um nicht zu sagen falsch, aufmüpfig, ja, und forsch und so weiter. Und ich habe mich da auch eingelesen und ich habe manchmal auch Fehler gemacht, aber eigentlich habe ich ziemlich viel Dynamik in die SPÖ hineingebracht damals. Und manchmal dann später einmal mehr, ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen möchte ich das aufrechterhalten. Aber da würde ich sagen, gib ihr einfach ein bisschen Zeit und sie wird nie blau wählen und du wirst nie sie wählen. Ja? Und daher ist das geklärt. Das mit Zeit geben ist auch so ein Thema. Nicht? Weil ist tatsächlich die Spitzenkandidatur bei einer Wahl ein Lehrstuhl? Weiß nicht, ist das zum Lernen, dass man Politik lernt, dass jetzt vom Kindergarten die Leute in die Politik kommen, direkt dort Spitzenkandidat werden, überhaupt keine berufliche Ausbildung haben? Ist das zu freundlich zu den Grünen? Weißt du, das Einzige, was die vorweisen kann, ist tanzen. Das kannst du, das ist ja super. Aber dann soll es bitte Tanzschulleiterin werden oder bei Dancing Stars oder in den Dschungel geht er jetzt gerade aus. Du bist zu freundlich zu den Grünen. Sie haben niemanden anderen gefunden dort. So. Und dann hast du gesagt zum Lobatka, der ist zu alt, der hat abgestaubt, der ist im Boxfigurenkabinett. Ja. Warum ist es so? Der hat aber Erfahrung, ist professionell. Das spreche ich immer nicht ab. Ja, und der ist deswegen Kandidat, weil es dort auch niemand machen wollte. Ja. Du musst da langsam die Frage stellen, wieso will dort niemand kandidieren, wenn wir jetzt von anderen Parteien absehen. Der Brandstätter hat sich darum gerissen, der macht das gern, ja, aus welchen Gründen auch immer. Er ist ein bisschen immer nur ein Journalist, ja, sagen wir so. Und der Wilimski macht das gern, der ist schon länger dort. Und der Schieder macht es sowieso gern, der war auch Vorsitzender im Außenpolitischen Ausschuss. Also gibt es Unterschiedliches. Alle sind eingebettet in Fraktionen. Aber für mich sind die für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union. Was sagen die dazu? Wollen die haben, dass die wirtschaftlich den Bach runtergeht, die EU dann, wenn die beitreten, die Agrarförderung in die Luft gehen? Das sind so für mich die Fragen. Sind die für Frieden? Sind die dafür, dass es endlich... Für die Neutralität. Für die Neutralität. Gegen den depperten Schirm da. Und sind die dafür, dass man dort Waffenstillstand hat, bevor man dann weiterfährt? Das sind so die Punkte. An den Punkten wird man sie erkennen, woran sie sind. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Was werden denn die großen Themen dieser EU-Wahl werden? Wird es das Klima, wie die Frau Schilling sagt? Wird es das Thema Migration? Wird es die Rolle der EU und Österreichs in der Europäischen Union? Was wird wahlentscheidend sein am 9. Juni? Ja, das Klima wird bis zum 9. Juni schwierig sein, wenn wir gerade die neue Eiszeit haben, wie man ja merkt. Ne? Das ist, wir haben ja an der kältesten Wochen und Monate hinter uns jetzt, die wir erlebt haben. Also das, dass wir alle verglühen, diese Glaubwürdigkeit erschließt sich mir nicht. Daher, es ist natürlich ein völlig anderes Thema, nämlich das Thema lautet, macht diese EU, wird diese EU dafür wiedergewählt, und das darf ich daran zweifeln, so weiterzumachen wie bisher. Das heißt, eine Politik der Abgehobenheit, der Arroganz,
des Nicht-Mitnehmens der Menschen zu machen. Über die Köpfe hinweg wird alles beschlossen. Raketenschild, völlig wurscht, NATO-Raketenschild wird aufgestellt. Bin ich sehr gespannt, wann dann die ersten Raketenbasen dann in der Südsteiermark am Weinhang stehen oder auf der Donauinsel oder im Burgenland irgendwo am Neisweiler See. Schauen wir dann an, was dann passiert, ob dann auch protestiert wird. Das heißt, wird drüber gefahren mit den Finanzen, werden hunderte Milliarden an Steuergeld für Rüstungen, dass wir uns in einen Krieg beteiligen, ausgegeben, dass wir in ein korruptes Land wie die Ukraine weiterhin Geld schicken und gar nicht ein Kontrollsystem haben, was mit dem passiert und, und. Das heißt, am Ende ist wieder das Metathema da. Das Metathema eines in sich geschlossenen Systems von ein paar wenigen in der Europäischen Union unter der Führung der Frau von der Leyen, ihres Zeichens ja konservative, also das ist dann die ÖVP in Wahrheit, die da mit dem Paket schwebt. Bleibt es so oder gibt es ein Aufwachen, gibt es ein Erwachen der Nationalstaaten, indem sie sich gegen manche Dinge einfach wehren, gegen Dinge der Benachteiligung, des Drüberfahrens, des Nicht-Mitnehmens der Menschen. Und das ist das Thema. Und das drüberstehende Metathema kann ja nur und muss ja die Zuwanderung sein, weil das ist ja, da ist ja die EU bisher jämmerlich gescheitert, bis heute. Es gibt noch immer keine umgesetzte Lösung, dass eine Europäische Union einfach überlaufen wird aufgrund der jetzigen Führungen und nichts dagegen tut. Und da gibt es ein ordentliches Programm vom Harald Wilimski da dagegen, der das formuliert in beiden Punkten. Und da habe ich mit Verlaub von anderen Parteien noch nicht so viel gehört, außer dass die ÖVP und die SPÖ leider auf europäischer Ebene in den vergangenen Jahren den Großteil der Beschlüsse mitgetragen haben. Jetzt wieder. Mir ist es ein Rätsel, dass sowohl SPÖ als auch ÖVP der Bargeld-Einschränkung zugestimmt haben auf europäischer Ebene. Das kann es ja nicht sein. Da ist die Freiheitliche Partei als einzige, die das ernst nimmt. Während der Herr Kanzler in Österreich sagt, er rettet das Bargeld, stimmt seine Fraktion im EU-Parlament für diese Obergrenze. Das ist ja absurd. Das heißt, es wird sukzessive das Bargeld abgeschafft. Das ist nur so ein Beispiel, wo man sieht, es wird nicht ehrlich Politik gemacht. Und um das geht es. Es geht um eine ehrliche Politik. Ich glaube, bei der FPÖ und beim Wilimski, da weiß man, was man kriegt, ja, wenn man den wählt. Da braucht man nicht viel nachdenken, die sind bekannt. Der Satz allerdings ist richtig. Naja, das ist bekannt. Da ist eben ganz klar, dass es keine überbordende Zuwanderungspolitik gibt, dass es wieder ein Zurück zu den Menschen, zur Mitbestimmung, zur Teilhabe an der Politik geben wird und dass man auch in anderen Bereichen wie Verordnungen, Steuerfragen etc. nicht über die Leute drüber fährt. Das heißt, wir brauchen eine breitere Brust als Österreich, auch wenn wir ein kleines Land sind. Aber es gibt noch immer das Einstimmigkeitsprinzip, das übrigens jetzt auch abgeschafft werden soll. Und dagegen müssen wir uns wehren. Sondern dass Österreich dort aufzeigt und gewählt wird nicht, wie gut vertritt ein Spitzenkandidat Europa in Europa, sondern gewählt wird, wie gut vertritt ein Patriot, ein Österreichischer, sein Land in der Europäischen Union. Darum geht es bei dieser Wahl und du bist beim Wilimski auf der sicheren Seite. Da erwarte ich mir von sämtlichen Abgeordneten, sämtlicher Parteien im Europäischen Parlament, dass die eine grundpatriotische Einstellung haben. Da gehört dazu, dass man der Meinung ist, das Einstimmigkeitsprinzip muss bleiben. Absolut. Ja, nicht das Vetorecht abschaffen, damit ist Österreich weg. Dann machen die großen Länder dann, was sie wollen. Da werden wir nicht einmal mehr gefragt oder informiert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich mir erwarte, dass es ein etwas kritischeres Verhältnis jetzt gibt, auch gegen Russland sowieso, ja, das waren die Aggressoren, aber auch gegenüber der Ukraine. 600.000 Ukrainer sind im Ausland, haben sie verschüsst, die das Geld haben, sind weg und die armen Schlucker, die können an der Front sterben gehen. Und da möchte ich kritische Worte hören von der Frau von der Leyen. Kritische Worte, was mit den Milliardengeschichten dort hinkommen, wie die Korruption dort bekämpft wird, wann endlich dort Wahlen stattfinden. Also ich meine, wo sind wir denn? Und dieser Beitritt, ich bin da ganz kritisch gegenüber dem, dass man die Beitrittsverhandlungen beginnt, wenn man da denen eine Illusion vermittelt, die werden auf Jahrzehnte nicht beitreten können, so wie die letztlich beieinander sind. Die Raketen, da bin ich dagegen. Die Bürgerinitiative in Österreich schaue ich mir an, wenn diskutiert wird, irgendwo werden wir Raketenstellungen anbringen in Niederösterreich oder in Oberösterreich für diesen Kai-Schild, wenn wohlwissend, dass wenn es wirklich zu einer Raketenauseinandersetzung kommt, die ersten Raketen genau dort einschlagen werden, wo die Raketenstellungen sind. Ja. Das ist ja absurd. Ja. So, dann bin ich der Meinung, die Sanktionen kritisch hinterfragen, unabhängiger von den USA, vor allem im Lichte dessen, dass der Trump gerade in der Startposition ist, um dort neuerdings US-Präsident zu werden. Beim Bargeld bin ich auch der Meinung,
Meinung, dass das ein Witz ist, dass es auf 10.000 Euro beschränkt wird, der Schmäh ist, damit so die Geldwäsche bekämpft wird. Na gut, es gibt immer irgendeinen Schmäh. Die Bürokratisierung härter entgegentreten, die Migrationsfrage ganz, ganz, ganz entscheidend, das dänische Modell zu studieren, Asylanträge außerhalb der Europäischen Union zu stellen, gescheite Rückführungen von denen, die also abgelehnt wurden und natürlich Klimawandel bekämpfen und Frieden, Frieden, Frieden. Das sollte einmal der Schwerpunkt sein. Bei Gaza ist die EU mit Borrell und mit allen bei diesem Krieg dort ist sehr korrekt unterwegs. Da sind sie sehr kritisch, da sagen sie, das muss jetzt ein Ende finden. Also da muss ich sagen, der Herr Netanyahu, Gott, der kann sich eh nur mehr aussuchen, ob er wegen Korruption in Tel Aviv vor Gericht steht oder sie Südafrika und seine Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder wegen Kriegsverbrechen in Den Haag. Das muss er sich dann ausmachen mit seiner Regierung, mit sich selbst und so weiter. So, das ist die Variante und da gibt es, glaube ich, genug Stoff für einen Wahlkampf auf europäischer Ebene. Und da bin ich auch gespannt, was dann die Lena Schilling dazu in den ganzen Punkten sagen wird. Ich kann ja nicht nur Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel sagen, sondern ich muss ja dazu auch was sagen. Und die muss sich vor allem loskoppeln von der Politik der Grünen in der Bundesregierung. Ja, so wie der Lobatka sich auch ein bisschen loskoppeln muss, möglicherweise von dem, was die ÖVP in der Bundesregierung macht. Ja. Gut, dann machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann haben wir noch eine Schlussüberraschung, den vierten Teil zu einem Thema, das extrem polarisiert momentan. Wir haben sehr viele Mails von Zuseherinnen und Zusehern dazu bekommen. Josef Ritzl, da steigt morgen die Verhandlung, soll aus dem Maßnahmenvollzug entlassen werden in die normale Haft und das wird wohl dazu führen, dass er dann in kurzer Zeit überhaupt aus der Haft entlassen wird. Geht das wirklich? Und vor allem, warum haben wir in Österreich kein echtes Lebenslang? Diese Frage stellen sich viele. Ganz kurze Werbepause, dann sprechen wir hier gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Letzter Teil mit Josef Czap und Peter Westenthal. Ich habe es vor der Werbung schon angesprochen. Der Fall Josef Ritzl lässt die Gemüter in Österreich derzeit ordentlich hochkochen. Morgen gibt es eine Verhandlung, ob Josef Ritzl aus dem Maßnahmenvollzug in eine normale Haftanstalt überstellt wird und ob er dann in weiterer Folge aus der Haft entlassen wird. Und das gibt sehr viele Menschen, die das nicht verstehen, die sagen, warum, der hat lebenslang, lebenslang ist doch eigentlich lebenslang, ist es in Österreich nicht, Herr Westenthaler. Was sagen Sie dazu? Oder ist es wirklich so, dass man sagt, okay, das ist halt ein armer, kranker Mann, der, von dem keine Gefahr ausgeht und der soll jetzt in der Pflege sein? Na, ich würde mir so wünschen, wenn es so wäre, nur ist es ja nicht so. In Österreich ist es leider so, dass eben lebenslang nicht lebenslang ist. Übrigens eine Uraltforderung, wie nur aktiv war, ich bin gestanden mit Schüdel am Rednerpult im Parlament, lebenslang muss auch wirklich lebenslang bedeuten. Was morgen passiert, ist nichts anderes wie eine Existenzfrage der österreichischen Justiz. Wie hält sie es in Österreich? Wie ernst nimmt sie sich selber? Und geht sie wirklich den Schritt, diesen Mann in Richtung Freiheit zu schicken? Und wenn das passiert, dann muss man wirklich sagen, dann steht das Land nicht mehr lang. Also ich muss sagen, vielleicht haben das die Menschen schon vergessen, weil er schon so lange in Haft ist. Der Mann hat 24 Jahre lang seine eigene Tochter in ein Verlies unter die Erde gesperrt, hat sie dort mehrfach vergewaltigt, genötigt, Sklaverei, Freiheitsentzug und hat mit ihr 7 Kinder gezeugt. Das sollte man bitte nicht vergessen, was das bedeutet. Er wurde verurteilt wegen Freiheitsentziehung, Sklaverei, Nötigung, tausendfacher Vergewaltigung, Blutschande. Und so jemanden will ich auf die Öffentlichkeit und die Menschheit wieder loslassen. Und es geht ja noch weiter. Es geht ja nicht darum, ob der jetzt in einen gelockerten Vollzug kommt, sondern, wie Sie richtig gesagt haben, es geht darum, dass der möglicherweise in eine Pflegeeinrichtung kommt, dass der in ein Seniorenheim, in ein Pflegeheim kommt. Ich habe sehr enge Verwandte im betreuten Wohnen und habe die hinschauen, da gibt es einen Aufstand. Wer will denn bitte, vor allem als Senior, mit so jemandem an Tür in einem Pflegeheim wohnen? Also das darf da alles nicht wahr sein. Und wenn seine, die ich sonst sehr schätze, seine Rechtsanwältin der Meinung ist, sie würde mit ihm sogar in einer WG wohnen, dann soll sie das bitte machen. Ja, gern. Aber dann lasst den Menschen nicht in ein Seniorenheim oder in ein Pensionistenheim und schon gar nicht raus aus dem Gefängnis. Ich bin entsetzt, dass sowas überhaupt andiskutiert wird. Der Mann hat zu Recht für seine furchtbarsten Straftaten lebenslang bekommen und soll bitteschön
lebenslang auch dort sitzen. Denn seine Tochter und die gezeugten Kinder, die geschändete Familie, muss es auch lebenslang aushalten, dass sie so geschändet worden sind von diesem Mann. Da gibt es auch keine, nach ein paar Jahren könntest du es dann vergessen. Also morgen steht nichts anderes auf dem Prüfstand wie die Ernsthaftigkeit des Rechtsstaates in Österreich. Wir werden das sehen, so ein Richtersenat, Richterinnensenat, muss man korrekterweise, ich glaube, es sind sogar drei Richterinnen. Und ich hoffe, dass dem Recht Genüge getan wird und dieser Mann nie mehr wieder auf das öffentliche Leben losgelassen wird. Wie sehen Sie das? Muss lebenslang sein? Das trifft jetzt nicht nur auf diesen einen Fall Fritzl zu. Oder sagen Sie, so wie das österreichische Rechtssystem handhabt, ist das schon in Ordnung? Also ich meine, ich stimme nicht in allen Punkten mit ihm überein, aber im Prinzip habe ich seiner Analyse nichts hinzuzufügen. Ich finde, das ist, wenn man sie anschaut, seine ganze Strafliste, ja, seine ganzen, was er da alles zu verantworten hat, ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass dann ein Gutachten dazu führt, der ist jetzt die Ausgeburt der Harmlosigkeit. Ja. Da bin ich irgendwie der Meinung, es wäre besser, er bleibt dort, wo er ist. Gut, meine Herren, das war das Schlusswort zum heutigen Abend. Wir haben übrigens diese Woche eine wirkliche Überdosis, das ich ausbringe, mit Josef Czap und Peter Wesenthaler. Morgen unser Wahlbarometer, wie immer mit der aktuellen Umfrage. Die werden wir dann analysieren. Erstmal ist abgefragt auch die Bierpartei. Wird sehr, sehr spannend, wo die denn knabbert und wer dadurch Stimmen verliert und ob die Bierpartei überhaupt einen Einzug in den Nationalrat schaffen würde. Wie gesagt, im Anschluss an die Umfrage dann wie immer am Donnerstag unser Wahlbarometer und am Freitag dann die große Analyse der Kanzlerrede, ebenfalls mit Peter Westenthaler und Josef Czap, direkt im Anschluss dann an die Rede des Bundeskanzlers in Wels, die wir übrigens ab 15 Uhr hier auf OE24TV übertragen und bereits ab 13 Uhr startet der große Countdown mit Wolfgang Fellner zu dieser Rede von Karl Nehammer. Für heute sind wir am Ende der Sendung angelangt. Bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Nachrichten.